Guten Tag. Heute möchten wir Ihnen in einem Praxisbeispiel die Vorteile des X-Tec PM580 mit zertifizierten Einsatzfallbauwerk bei der Feststellung einer A1-Leckstelle während der systematischen Rohrnetzüberprüfung vorstellen. Das Gasversorgungsnetz muss in vorgeschriebenen Abständen auf Leckagen überprüft werden. Hierbei greifen unsere Lecksucher auf die hocheffiziente Kombination von PortaFit M3 und GIS-System Securisat zurück. Wird dabei Gas unterhalb eines Meters zu einem Gebäude oder Hohlraum festgestellt, ist es zwingend erforderlich zu prüfen, ob Gas von außen in ein Gebäude eintritt. Für die Feststellung, ob sich Gas im Gebäude befindet, muss auf ein Gaswarngerät mit zertifizierter Messfunktion zurückgegriffen werden. Dies ist notwendig, da mit Gaskonzentrationen gerechnet werden muss, die potenziell gefährlich werden könnten. Sammelt sich Erdgas in einem Raum bis zur unteren Explosionsgrenze an, kurz UEG, kann es bei Vorhandensein einer Zündquelle zu einer Explosion kommen. Die UEG von Methan, dem Hauptbestandteil von Erdgas, liegt bei 4,4 Volumenprozent. Eine akute Gefährdungslage liegt bereits bei Überschreitung einer Voralarmschwelle von 10-20% UEG vor. Für diese Feststellung wird der DVGW-Einsatzfall Warnenüberwachung Arbeitsraum verwendet. Bei der systematischen Rohrnetzüberprüfung gilt jedoch schon eine Konzentration von 10 ppm in der Raumluft als Gasbefund, der zu der Einstufung als A1-Leckstelle führt. Hierfür muss ein Einsatzfall mit einer höheren Empfindlichkeit gewählt werden, Bauwerk. Das X-Tec PM580 bietet als erstes Gerät auf dem Markt eine zertifizierte Messfunktion auch im Einsatzfall Bauwerk an. Der Gasspürer erklärt, dass er nahe am Gebäude Gas gefunden hat und nun feststellen muss, ob Gas von außen eingedrungen ist. Sollte das der Fall sein, kann es zu einer Gefährdung kommen und unverzügliches Handeln ist notwendig. Unter Beobachtung des Messwertes wird das Gebäude betreten. Da bei der Überprüfung von außen Gas am Kellerfenster gefunden wurde, wird die Begehung auf den Keller erweitert. Mit einer Gaskonzentration größer 10 ppm handelt es sich um einen Gasbefund. Um sicherzustellen, dass es sich um Gas handelt, welches von außen in das Gebäude eindringt, wird nach der Quelle gesucht. Dies kann mit demselben Anwendungsfall Bauwerk bewerkstelligt werden. An der Hauseinführung wird die höchste Gaskonzentration festgestellt. Damit kann sicher davon ausgegangen werden, dass das Gas von außen in den Keller eindringt. Die Messungen stellen die Klassifizierung einer A1-Leckstelle sicher. Da die Gaskonzentration unter 10% UEG liegt, handelt es sich zwar nicht um eine akute Gefährdungslage, jedoch sind Sicherungsmaßnahmen wie Lüften und die sofortige Beseitigung der Leckage in der Hausanschlussleitung vorzunehmen. Schauen wir uns nun an, wie mit einem Gerät vorgegangen werden muss, welches nicht über einen zertifizierten Anwendungsfall Bauwerk verfügt. Zu diesem Zweck verwendet unser Gasspürer den bewährten Vorgänger vom X-Tec PM580, das X-Tec PM4. Beim X-Tec PM4 besitzt nur der Einsatzfall Warnen eine zertifizierte Messfunktion. Somit muss dieser ausgewählt werden, wenn ein Gebäude mit einer potenziell gefährlichen Gaskonzentration betreten wird. Die Anzeige erfolgt in Prozent UEG mit einer Auflösung von 1%, dies entspricht 440 ppm. Der Gasspürer erklärt wieder, warum er feststellen muss, ob sich das Gas im Gebäude befindet. Beim Betreten des Hauses wird kein Gas festgestellt. Auch im Keller kann mit dem Einsatzfall Warnen kein Gas festgestellt werden. Da jedoch bei der systematischen Rohrnetzüberprüfung schon eine Gaskonzentration von 10 ppm als Gasbefund gilt, muss der empfindlichere Einsatzfall Bauwerk am Gerät gewählt werden. Um den Einsatzfall zu wechseln, muss gewährleistet werden, dass sich das Gerät an sauberer Luft befindet, die frei von Erdgas ist. Beim Einschalten wird der Nullpunkt gesetzt. Vorhandene Gaskonzentrationen könnten so die Empfindlichkeit herabsetzen und für falsche Messwerte sorgen. Das Gerät ist im Einsatzfall Bauwerk einsatzbereit, wenn der Messwert aufhört zu blinken und die Anzeige von 0 ppm stabil ist. Unter Beobachtung des Messwertes wird das Gebäude erneut betreten. Beim Betreten des Kellers zeigt sich ein Gasbefund. Mit dem empfindlicheren Einsatzfall Bauwerk kann die Herkunft des Gases an der Hauseinführung lokalisiert werden.
Das Fenster wird zur ausreichenden Belüftung des Raumes geöffnet. Die Leckstelle wird als A1-Befund klassifiziert und entsprechende Maßnahmen werden eingeleitet. In unserem heutigen Vergleich wird deutlich, wie der zertifizierte Einsatzfall Bauwerk mit dem Extec PM580 die Arbeit einfacher und effizienter macht. Nico hier, ich wollte eine A1-Schaden melden.